Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Strategic Command World War II War in Europe. Wir schauen ins Replay. Wir spielen gegen Pekka Villamora. Mal schauen, was so passiert ist. So, in Afrika, Nordafrika, hat die Armee zurückgezogen, hat einen Corps dazugezogen. Ich habe das letzte Mal vergessen, die Armee wieder auf volle Stärke zu bringen. Müssen wir mal diesmal dran denken, die zu verstärken. Uiuiuiuiuiui, was ist denn da los? Das ist natürlich Pech. Das ist natürlich Pech. Also für ihn. Er macht einfach unglaublich viel Schaden. Ich habe das ja auch schon gespielt und man macht mit den Flugzeugträgern schon mal Schaden im Hafen, ne? Das ist so nicht, aber ist doch schon ordentlich. Vor allem mit den Schlachtschiffen hat er auch ein paar Mal auf meine Boote im Hafen geschossen. Und da hat die da wirklich richtig rausgehauen. Das habe ich in dem Maß noch nie gesehen. Eigentlich kriegen die Schlachtschiffe da immer eher auf den Sack und es passiert den Schiffen im Hafen passiert nichts. Aber na gut. So, was ist passiert? Wir haben ordentlich geplündert. Das hier sieht ganz gut aus. Fast 50 MPP, oder ich glaube über, ja, fast 50 MPP, nicht ganz, geplündert. Ja. Okay, wir haben mal wertvolle Informationen bekommen. Okay. Wir wollen Rumänien nicht früher haben. Wir halten uns da einfach raus und lassen den Dingen ihren Lauf. Huch. Siehst ja, das habe ich noch nicht erlebt, dass Rumänien dann so früh beitritt. Vor allen Dingen hatten wir eben gerade das Event gehabt. Wollen Sie, dass Rumänien früher beitritt? Dann drücken Sie auf Ja. Und ich habe auf Nein geklickt und Rumänien tritt der Achse bei. Ja, das ist aber sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. So, die Bismarck ist da. Und wir haben den Herrn von Leeb. Den setzen wir mal hier hin. Ich will hier oben den Mahnstein haben, weil ich werde wahrscheinlich meinen Fokus auf den Norden setzen. Aber dazu dann später mehr. Müssen ja nicht gleich alles verraten. So, und jetzt mit was fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen mal an mit den Italienern. Das haben wir das letzte Mal schon so gemacht. Macht, dass ich doch einiges nicht vergesse. Die Flagge ist jetzt wunderschön dort, wo sie sein soll. Wir werden hier mal einen Tausch machen. Dann können wir ihm hier nämlich auch nur eine 6. Was ist da los? Er hat dieses Malta-Event zugeschlagen. Das ist natürlich, das ist natürlich heftig jetzt. Das ist scheiß Malta. Naja, gut. Können wir nichts machen. Können wir nichts machen. Tja, ist halt die Frage. Was wohin? Ja, wenn er Malta zugeschlagen hat, heißt das auch, dass wir nicht verstärken können. Zum Glück hat er keine Armee dahin geparkt, dass die einen vorbereiteten Angriff machen kann. Das kann trotzdem bitter werden. Kann trotzdem bitter werden. Wir werden mal, er hat jetzt, also mal schauen. Er hat eine Moral von 36, er von 68. Wenn wir den jetzt aber tauschen, dann sinkt die Moral ja nochmal. Trotzdem. Trotzdem machen wir das mal. So, ich glaube, der ist dann schon besser aufgestellt. Der hat die Waffen, der hat die volle Stärke und hat auch ein bisschen mehr Moral jetzt trotzdem.
Verschanzung hat aber trotzdem keine aufgebaut hier. Ich dachte eigentlich, wenn man die durchtäuscht, dass sie die Verschanzung behalten, scheinbar nur in den Städten dann. Gut, hier haben wir jetzt nur 2 von 3. Gut, müssen wir schauen, was er draus macht. Vielleicht lasse ich den Kreuzer sogar stehen. Weil scheinbar sucht er ja die Häfen ab. Okay. Okay. Also der Italiener ist sehr, sehr aggressiv hier in, ja, ich hab's geahnt. Hätt's nicht machen sollen. Gut, der ist dann auch Geschichte und das nächste Mal, es sei denn, es regnet. So, die Flugzeuge bringen wir hier oben irgendwo in Sicherheit. Ich möchte nicht, dass er die mit den Flugzeugträgern auch noch, irgendwie rausholt. Wir haben hier eine Garnison, die könnten wir... wohin bringen? Vielleicht hier? Nach Venedig. Im Singleplayer habe ich die italienischen, also die frei gewordenen italienischen Garnisonen immer eingesetzt, um Frankreich hier zu besetzen, also die Partisanen-Spots. Im Multiplayer muss man ein bisschen, mehr darauf achten, was denn. War das der Panzer gewesen? Das ist das HQ. Das ist das verdammte HQ. Ist das geil. Ja, tschüss. Da schickt er das HQ so direkt aufs Blaue. Ja, ist das geil. Gut, ich könnte ihn ja angreifen, aber... Die haben halt total, volle Bereitschaft und volle Stärke. Die haben wir nicht. Da hauen wir lieber ab. Jetzt ist die Frage. Das Schlachtschiff, wollen wir es ärgern? Und was ist, wenn er dann noch jemanden hat? Was ist, wenn hier noch jemand steht? Aber verlockend ist es natürlich schon, ne? Kommen wir nicht mehr weg. So. Kann er sich tot suchen? So, ihr geht weiter nach einer nach hier. Und einer nach hier. Okay. Dann haben wir, glaube ich, hier noch ein neues U-Boot. Wie weit ist das noch bis Roter Oktober, wollte ich beinahe sagen. Ich meine natürlich, wie weit ist das noch bis Barbarossa? Weil das Problem ist, er jagt halt schon ganz schön... Er ist schon ganz schön aktiv bei der Jagd. Trotzdem, wir müssen einfach hier aktiv sein, selbst aktiv sein. Wir werden... ihn hier plündern weiterhin. Wenigstens 1, 2 Runden. So, die Route ist doch frei, scheinbar. Wir haben jetzt gutes Wetter. Könnten mal einen Aufklärungsflug machen. Ah, da ist es. Er hat leider keine, er hat leider keine Marinewaffen hier. Auch noch kein HQ. Das muss noch hinterher.
Wir machen das schon. Wir machen das schon da oben. So, hier sind die zwei Flugzeuge schön. Vielleicht hat er das Haku. Vielleicht hat er meine falschen Jäger gesehen und hat sich deswegen das Haku geschnappt. Das könnte ja sein. Wäre lustig. Das wäre doch lustig. So, er sollte nur hier warten, bis dann das nächste kommt. Du gehst nach Bordeaux und trinkst guten Wein. Wir hatten jetzt noch hier hinten dann noch irgendeinen Nuller. Oder irre ich mich das hier? Und war da nicht noch eins? Das hier, ne? Aber das ist schon... Das ist jetzt eigentlich schon ziemlich weit nach Osten gezogen. Das werde ich jetzt nicht nochmal zurückbeordern. Dann bleibt halt er hier. Und wird bei Paris bleiben. Er zieht weiter. So. Wo werden wir den italienischen Panzer hinstellen? Der kommt hier nach Graz. Und das Korps kommt hier unten. Ne, Moment einmal, wir müssen hier ein bisschen aufpassen. Weil hier in Zagreb steht, glaube ich, eine Einheit und nicht, dass er hier Triest noch einnimmt. Das wäre nicht so toll. Klagenfurt ist nicht so wichtig. Stelle ich dann vielleicht das Haku noch hin, dann kommt er da auch nicht rein. Eben hier hinterm Fluss und in den Bergen, dem passiert auch nichts. Und vielleicht stelle ich dann noch die Garnison hier rein. Gut. Einer sollte auch Jugoslawien machen. Das ist der Herr von Runstedt. Na dann auf. Panzer hier. Wir müssen natürlich noch warten, bis Ungarn dem Krieg also uns beitritt. Trotzdem nutzen wir das gute Wetter aus. Dann können wir schon mal eine Strecke zurücklegen. So, haben wir eine schöne Gruppe. Mehr brauchen wir auch nicht. Das ist schon fast ein bisschen übertrieben. So, weil Jäger haben sie nicht. Das heißt, wir können da einen Bomber draufhauen. Sonst müssen wir ein bisschen aufpassen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, das heißt, wir dürfen ja nicht so viele Einheiten hier reinstellen. Stellen wir schon mal ein paar nach Norden, aber da haben wir schon einen Korps. Wir bräuchten da eigentlich eher eine Armee noch. Die Artillerie, wo will ich die Artillerie hinhaben? Und wo brauchen wir einen schnellen Artillerievorstoß? Hier vielleicht? In Tremp. Wie auch immer es aussprochen wird. Premilsk? Keine Ahnung. Brest-Litovsk? Oder in Riga? Also, oder hier in Dogavpils. Ich weiß nicht, wie man diese ganzen Städte ausspricht. Wir wollen schnell nach Norden. Hier ist es wichtig, besonders schnell Riga einzunehmen. Das kann man sehr gut abschneiden hier. Hier spawnen ja auch noch ein paar Einheiten. Und wenn wir dadurch, dass wir Litauen hier genommen haben, ist das eigentlich ziemlich gut. Wir stehen dann dadurch ziemlich nah hier an der Grenze. Wir können hier, ich weiß nicht, ob hier direkt eine Einheit steht, wir können also hier direkt jemanden hinstellen. Wir können direkt hier abschneiden, auch die Festung hier.
Aber eine Eisenbahn müssen wir halt wenigstens frei machen. Und also wir haben hier Polosk, Bukowinsk und Riga und wir müssen eine Eisenbahn frei haben, dass wir die Truppen auch schnell verlegen können. Wichtig ist, schnell hier nach Pskov vorzustoßen. Das ist hier wirklich. Wenn der Russe hier verteidigt, wenn er hier gut verteidigt, dann ist das ekelhaft. Und deswegen möchte ich das eigentlich so schnell wie möglich abgewuscht haben. Viele tun ihren Schwerpunkt auf den Süden legen. Habe ich auch schon gemacht. Ich habe eigentlich schon alles gemacht und Süden auch mal versucht in der Mitte durchzustoßen, also Richtung Moskau. Im Süden kommt man eigentlich meistens recht gut voran, weil es halt flache Ebene ist. Man kann ja auch schöne Panzergeschichten bauen. Werden wir sicherlich auch machen, aber im kleineren Umfang. Im Süden ist es vor allen Dingen meines Erachtens wichtig, Kiew einzunehmen vor dem ersten Winter, weil auch hier, wenn er hier anfängt zu verteidigen, ist es die Hölle. Und hier bis über den Dnepr zu kommen, das ist glaube ich müsste der Fluss hier sein, total wichtig. Oder ist der Dnepr der? Ich weiß es jetzt gar nicht. Wo steht denn das? Ne, das hier ist er, genau. Also hier über den Dnepr zu kommen. Der Don wäre dann 1942er Szenario. Also konservativ, natürlich. Man kann auch bis, ich habe auch schon Stalingrad, glaube ich, in 1941 geschafft. Da muss man aber Glück haben. Und gegen den Computer ist das eine, gegen einen Multiplayer, gegen den Menschen ist das was anderes. Wer weiß, wenn er hier gut verteidigt. Also gerade hier der Don, der lässt sich ganz gut verteidigen. Wenn man hier ein bisschen Festung baut, ein bisschen, hier hat man noch einen Sumpf, hat man ganz viele Flüsse. Hier in der Gegend gibt es wenig Supply, also für den Deutschen vor allen Dingen. Ganz arme Gegend hier. Hier oben kommst du auch nicht gut lang. Ist ganz doof zu stürmen. Wichtig ist wirklich hier die Krim abschneiden, einigermaßen. Einfach, dass man hier schon mal Ruhe hat, dann kann man sich nämlich dann aussuchen, was man macht. Will man hier nach Norden vorstoßen und Richtung Moskau gehen? Hier Voronez und Saratow und Stalingrad. Viele denken, ja, die Minen hier, Öl einnehmen und sowas, das war ja historisch gesehen auch wichtig, aber hier ist Öl eben auch nur MPP. Und der Russe, der hat am Anfang gar nicht mal so viel, der fährt erst langsam hoch. Und für den Deutschen, das ist ja gar nicht so viel, wie man denkt. Viel, viel wichtiger ist, dass man strategisch in Russland schnelle Fortschritte macht. Und hier ist dann wirklich noch offenes Land. Das heißt also, man kann das auch später noch ganz gut einnehmen. Wenn man Moskau hat, Moskau ist ziemlich gut zu verteidigen, wenn man Moskau schnell einnimmt und Leningrad, das ist viel wichtiger. Wenn man dann hier durch die Sümpfe wenn dann der Russe dann schon stark ist, dann ist das einfach nur doof. Wenn man Leningrad schon mal weg hat, dann kann man hier eigentlich mit wenigen Einheiten verteidigen. Vielleicht kriegt man das hier auch noch eingenommen. Ist kein Muss, ist aber schön, wenn man diese Stadt hier hat. Ja, was will er machen? Also, dann hat er, gut, ja, wenn man diese hier sogar noch dazu kriegt, dann kann er höchstens von Norden angreifen. Dann muss er aber hier, kommt er nur bis hier hin, dann muss er hier zu Fuß laufen. Das ist alles auch für den Russen nicht schön. Eventuell schafft man es auch noch, Murmansk abzuschneiden. Kriegt er im Winter auch keine Versorgung über die Seeroute. Ja. Wenn man erstmal hier bis nach Finnland eine Eisenbahn hat, dann ist auch die Verteidigung von Skandinavien alles viel leichter. Deswegen für mich ist Leningrad das Ziel Nummer 1. Die Einheiten, die dann hier frei werden, können dann einfach woanders eingesetzt werden und können den Russen dann mächtig unter Druck setzen, beziehungsweise man kann auch andere Gebiete im Westen ein bisschen besser absichern. Ja, und dann, wie gesagt, dann Moskau als zweites Ziel. Für mich ist wirklich wichtig, Leningrad, Slomensk, Kiew und Dnepropetrovsk. Ja? Diese Linie hier, das muss 1941 geschafft sein. Und
als Secondary Goal, also als Sekundärziel Rostov. Und das hier auch sekundär, genauso wie Murmansk. Das sind alles Sekundärziele. Und Sevastopol ist auch Sekundärziel. Was kann natürlich sein, dass er irgendwie das hier relativ blank lässt und auf einmal steht man in Stalingrad 1941. Das kann durchaus sein. Lagert man die Stadt im Winter, das geht. Das geht wunderbar. Wenn er hier oben dann auch ordentlich beschäftigt ist, dann muss er sich nämlich entscheiden, verteidigt er Moskau oder verteidigt er Stalingrad. Wenn man aber an allen drei Fronten noch zu kämpfen hat, dann kann er sich aussuchen, wo er seine Stärken oder sein, ja, wo er seinen Schwerpunkt setzt. Und der Deutsche, der muss auch seine Kräfte halt dann arg verteilen. Wenn Leningrad schon mal weg ist, ja, kann ich mir aussuchen, wo ich dann das nächste Mal angreife. Gut, jetzt habe ich sehr, sehr lange gelabert. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Wo machen wir weiter? Wo sind wir überhaupt stehen geblieben? Die Täter hatten wir meines Erachtens gemacht. Verstärken können wir nicht. Hier muss nichts gemacht werden. Wir haben jetzt hier das Hauptquartier versenkt. Natürlich cool, wenn er die falschen Jäger gesehen hat. Wobei, die habe ich erst letzte Runde, glaube ich, hingezogen. Ist unwahrscheinlich, dass er mit dem, dass er das so schnell hier hin. Ich glaube, der braucht hier kommt nur bis hier hin und dann. Ne? Werde ich unmöglich, aber könnte schon sein. So, wir hatten noch, haben wir hier noch, das haben wir gemacht. Das ist natürlich schlecht für das U-Boot, das wird wahrscheinlich dann gejagt werden. Hier hatten wir gesetzt. Das ist natürlich ein Ärger, wenn du das Hauptquartier in das U-Boot reinfährst und das Hauptquartier dann sinkt. Das kriegt er auch so schnell nicht wieder ersetzt. Das tut richtig weh. Weitermachen. Hier gibt es auch gar nicht so viel zu überlegen. Einfach rücken. Ich versuche mal so ein bisschen auf den Eisenbahnschienen zu bleiben, wenn das Wetter schlecht wird oder der Winter. Dann kommt dann genau die Artillerie. Da hat meine Labertirade angefangen. Wo wollen wir die Artillerie hinsetzen? Wie gesagt, hier können wir auch runterbelagern. Das ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Oder wir prügeln die Leute raus. Wichtig ist mir der Norden. Und da wird auch die Artillerie eingesetzt. Dann ist er auch schnell in Leningrad. Da brauchen wir Artillerie so richtig. Hm? Und warum habe ich das gemacht? Hier ist ja ein Fliegenpaar viel mehr. Ist egal. So, weiter geht's. Das bleibt. Gut. Wir hatten Industrietechnologie das letzte Mal voll. Warum haben wir eigentlich so viel MPP? 718, das ist ganz, eine ganze Menge. Habe ich irgendwas gespart das letzte Mal? Oder? Weiß ich, kann schon sein, ne? Das ist eine ganze Menge. Wir werden auf jeden Fall Industrietechnologie wieder reinhauen. Damit haben wir auch wieder bis auf 50 unsere, haben wir unsere MPP ausgegeben. So Artillerie und oder Advanced Fighter. Eins von beiden sollte jetzt fertig werden. Die Italiener haben hier zwei Chits drin. Wir wollten auf die Infanteriewaffen sparen und das dauert noch mindestens eine Runde. Gut, dann gucken wir nochmal, was wir für die Deutschen kaufen können. So, wir könnten noch die Medium-Bomber kaufen. Schiffe kaufen wir keine. Vor allen Dingen nicht, habe ich auch noch nie gemacht, aber vor allen Dingen nicht, dass, wenn das so schlecht gelaufen ist. Ich würde nochmal Armeen kaufen. Oder hier diese mechanisierten, die kaufen wir, glaube ich. 1. Auch noch eine Armee. Brauchen ein bisschen Durchschlagskraft. Und den Rest sparen wir.
Beziehungsweise schauen, ob wir noch irgendwo stärken müssen. Produktionstechnologie dauert noch ein bisschen. Mit einem bisschen Glück kriegen wir noch einmal durch, bevor wir alles reparieren müssen. Huch, hier habe ich auch noch irgendwas vergessen. Ah, da klickt. So, jetzt aber. Mal sicher ist sicher, mal die Garnisonen hier verstärken. Man weiß ja nie. Und die halten einiges aus. Die sind nicht so leicht rauszuhauen da aus den Bergen. Gut. Gut. Jo, ich glaube, das war's gewesen. Drücken wir aufs Knöpfchen. Schon wieder. Das ist bitter, wenn das so oft kommt, das Multi-Event. Ich hatte das wirklich mal im Singleplayer-Spiel, da ist das dauernd gekommen. Wir haben Advanced Fighter, wir haben Artillerie, sehr gut. Wir haben Infanteriewaffe mit den Italienern, sehr gut. Das läuft doch. Na also, es läuft doch. Wunderbar. Ich bedanke mich für euer Zusehen und wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, dann freue ich mich umso mehr. Bis dahin. Ciao.